Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Notruf 112, die Feuerwehrsimulation. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Wir starten heute wieder in einen erfolgreichen Tag, also davon gehe ich natürlich mal aus. Und ich laufe, wie ich das immer so mache, einmal durch die Wache und hin und her, vor, zurück, zur Seite ran. Herzlich willkommen, Neuanfang. Nee, also, ich weiß nicht, was ich hier noch machen soll. Also, ich laufe die ganze Zeit hin und her und warte auf einen Einsatz. Ich könnte auch ein bisschen... Nee, das ist eine schlechte Idee. Also, weil ich gerade sagen wollte damit, ich könnte ja mal ein bisschen mit die Fahrzeuge ein bisschen rumfahren, rumcruisen, euch mal ein bisschen was zeigen, was da alles so drin ist. Aber das ist wieder die alte Leier, das habe ich schon zu oft gemacht. Großcontainerbrand, na hallo. Na Mensch, was haben wir denn da? Ein super Einsatz. Mensch, mit alles hätte ich gerechnet, aber mit sowas? Drehleiterwagen, na den nehmen wir mal sofort. Super duper duper, Helmhandschuhe aufgesetzt, Achtung, ab geht's zum Einsatz. Brandschutz, Containerbrand, Einsatz für ELW, LF24, DLK2312, TLF1, RTW1, Erlenweg. Erlenweg? Na super duper. Also da bin ich jetzt mal gespannt, Leute, was da jetzt auf uns zukommen wird. Ich und der DLK, oha. Ob das gut ausgeht, na, das sehen wir gleich. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt den Einsatz und fahren zum Großcontainerbrand. DLK rückt zum Einsatzort aus. Endlich mal ein Einsatz, der auch mal richtig, richtig Sinn macht. Endlich mit der DLK zum Einsatz fahren, das habe ich mich schon wirklich sehr, sehr lange gewünscht. Und endlich ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich freue mich gerade so richtig. Ich bin sehr gespannt darauf, was jetzt auf uns zukommen wird. Ich hoffe, ich kann die DLK und den Leiterpark auch benutzen. Das wäre jetzt ein richtig, richtig fetter, großer Wunsch von mir. Mal sehen, ob dieser Wunsch in Erfüllung geht oder nicht. Also noch sehe ich hier noch keinen Container. Noch habe ich noch nichts gesichtet, dass hier irgendwie was brennt. Warum fahren wir jetzt eigentlich einen Umweg? Der ELW ist gerade schon mal an uns vorbeigefahren. Das ist ja auch lustig. Jeder fährt einen anderen Weg. Naja, muss man mal auch gemacht haben. Und der ganze Löschzug der Berufsfeuerwehr Mülheim rückt zum Einsatzort aus. Ach, jetzt. Jetzt sehen wir etwas. Da brennt es. Natürlich werde ich jetzt versuchen, diesen Brand zu löschen. Wo soll ich mich jetzt platzieren? Ich stelle mich jetzt einfach mal hier in die Markierung. Ich hoffe, das funktioniert auch. Scheint jetzt so, als ob das geht. Aber was wir erstmal brauchen, ist Licht. Da könnte mal die Umfeldbeleuchtung einschalten. Wenn nicht, muss ich noch ein paar Lichter aus dem LF holen. Jetzt warten wir nur noch auf dem RTW. Oder haben wir eine Umfeldbeleuchtung hier drinne? Ah, nein, haben wir leider nicht. Wir haben Kabinenlicht. Ja, wow. Und wir haben das ganz normale Fahrlicht. Tja, das kann ich leider auch nicht ändern. Okay, drücke Return, um die Mission zu starten. Oh, ist das spannend alles gerade hier. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr gespannt darauf, was uns jetzt hier passieren wird. Ach, super. Die Umfeldbeleuchtung ist eingeschaltet. Der Schlauch ist auch schon an der DLK. Ich glaube, die brauchen wir jetzt. Benutze linke Stütze. Das gibt's ja gar nicht. Endlich darf ich die DLK benutzen. Darauf habe ich wirklich schon die ganze Zeit gewartet, damit ich damit endlich mal ein Let's Play drüber machen kann und in einen Einsatz sogar. Benutze linke Stützen. Die sind jetzt ausgefahren. Linke, rechte sind ausgefahren. Bewege den Kran, warte auf weitere Anweisungen. Okay, dann gehe ich da gleich mal rein und fahre den Leiterpack aus. Okay, ich mache gar nichts. Es geht gerade automatisch. Das verwundert mich gerade. Es geht hier gerade voll automatisch animiert, hier alles. Ich denke mal, jetzt wird der Angriffstrupp sich darauf bewegen und diesen Brand von oben löschen.
Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass es jetzt so in etwa passieren wird. Ein Löschangriff wurde hergerichtet. Eine Person unter PA befindet sich jetzt auf der DLK und ich denke mal, ich muss diese jetzt nach oben fahren oder auch nicht. Passiert hier noch etwas oder ich soll das mal, bewege den Kran, warte auf weitere Anweisungen. Das mache ich ja gerade. Von wem haben wir jetzt da? Wie haben wir denn jetzt da zu stehen auf dem Korb? Das würde ich jetzt gerne wissen. Da muss ich kurz mal rumzwitschen. LF24 und der Angriffstrupp. Nee, also der erste ist schon mal nicht. Okay. Den Angriffstruppführer. Nee, ist der auch nicht. Wen haben wir denn hier? Mensch! Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, denn ich würde gerne diesen Brand von oben löschen. Ich habe leider gerade keine Ahnung, wer da jetzt auf dem Fahrzeug ist. Ach Mensch, das ist jetzt gerade nicht euer Ernst, oder? Ich möchte diesen Brand eigentlich selber löschen, aber es... Ah, okay. So, da sind wir jetzt oben. Endlich. Ach. Wunderschön. Jetzt können wir diesen Brand erstmal von oben löschen. Das ist nice. Nicer Dice, warum, was ist denn jetzt los? Warum fährt ihr jetzt diesen Kran weiter? Warum dreht ihr euch, hallo? Sag mal, spielt da jemand rum? Hallo? Ich möchte da zum Brand, nicht irgendwie auf einer anderen Seite. Alles klar, jetzt muss ich das irgendwie, hallo? So regeln, dass ich da auch noch hinkomme. Ich würde den gerne mal drehen, wenn das möglich wäre. Und muss ich jetzt wirklich einmal rumfahren hier? Was ist das jetzt euer Ernst? Ist das jetzt pure Realität? Muss ich jetzt wirklich einmal mich um die eine Achse drehen? Damit ich jetzt über diesen Brand bin? Also ich kann mich gerade nach rechts drehen, nach links aber leider nicht. Da blockiert das irgendwie alles. Das könnte natürlich ein Spielfehler sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, jetzt bin ich über dem Brand. Ich hoffe, die... DLK bleibt das einfach stehen. Na, auf den ersten Blick ist das jetzt noch nicht so. Sie fährt einfach weiter. Ach, jetzt geht's runter, abwärts. Ja, bring mich doch genau übers Feuer, genau. Damit ich jetzt hier auch noch ersticke. Oder verbrenne. Ersticken tue ich ja nicht. Ich habe ja ein PA auf den Rücken aufgesetzt. Okay, ich würde sagen, ich lasse das einfach mal der KI machen, dann wechsle ich jetzt mal wieder zum Maschinisten und fahre mal ein bisschen jetzt diesen Kran herum. Okay, das spielt jetzt gerade so richtig, richtig verrückt. Tja, dann musste das jetzt erstmal alleine tun, da oben und diesen Brand löschen. Ich hoffe, er wird es jetzt auch machen. Tja, oder auch nicht. Also wenn ich hier wirklich einsteige, dann spielt das Spiel ein wenig verrückt. Also ich glaube, in der DLK ist das alles noch nicht so ganz ausgereift. Seht ihr das, wie die verrückt spielt? Ist das normal? Darf er das? Das irritiert mich jetzt ein wenig. Und leider Gottes löscht er jetzt diesen Brand nicht weiter. Dann muss ich das mal kurz tun mit einem Löschangriff. Aber ich denke, das wird nicht klappen, wenn ich jetzt irgendwie von außen beginne, diesen Brand zu löschen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil ansonsten hätten wir ja nicht die DLK hier, dass wir den Brand von oben löschen können. Ich glaube, kühlen können wir diesen Container nicht, so wie es erstmal aussieht auf den ersten Blick. Wir können leider jetzt bloß ein bisschen Wasser reinsprühen. Es gibt aber leider jetzt keine Möglichkeit, irgendwie höher ranzukommen oder so. Ich wollte das eigentlich auch bloß gerade demonstrieren, dass man jetzt von oben löschen kann und dann wollte ich wieder zum Maschinisten der DLK wechseln, aber leider löscht jetzt nicht weiter. Das finde ich jetzt ein bisschen dramatisch. Finde ich jetzt wirklich ehrlich gesagt gar nicht schön, dass der das jetzt nicht weitermacht. Finde ich ein bisschen schade, aber ich hoffe, das wird in der nächsten Spieleversion geupdatet, dass das alles hier reibungslos funktioniert. Bisher ist das leider jetzt noch nicht so. Vielleicht hätte ich auch nicht wechseln dürfen, aber nun ja.
wenn man schon die Möglichkeit hat zum Wechseln, dann sollte es auch meiner Meinung nach funktionieren. Hat es leider jetzt nicht, aber immerhin hatte ich meinen Spaß mit der DLK, endlich mal einen Einsatz zu haben. Das hat mich jetzt auch wirklich sehr, sehr gefreut, dass ich jetzt endlich mal mit der DLK zum Einsatz fahren konnte in diesem Let's Play. Und ich würde sagen, liebe Leute, meine Kameraden werden das jetzt noch machen, denke ich mal. Also das werden die noch schaffen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.